Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli, und in dieser Vegan-Podcast-Episode hörst du, wirklich Probleme bekommst im Alter mit schweren Krankheiten etc., da ist Übergewicht definitiv eines dieser Risikofaktoren. Und fünfter Risikofaktor, zu viel Zucker und zu viel Fleisch. Ganz klar hier auch die Empfehlung, auf den Zucker- und Fleischkonsum ganz klar zu achten. Dein Vegan Podcast liefert dir wöchentlich das Beste aus den Bereichen Gesundheit, Fitness, Longevity, Kinderernährung und vielem mehr. Denn hey, seien wir mal ehrlich, in den Weiten des Internets nicht den Überblick zu verlieren, fällt schon ziemlich schwer. Deshalb wollen wir mit über 1000 Episoden und 1,6 Millionen Downloads inspirieren, informieren und dich motivieren, das Beste aus deinem Körper und deinem Leben herauszuholen. Und nun viel Freude mit der aktuellen Episode. Avoid these 7 risk factors for healthy life. Also, diese 7 Risikofaktoren, die darfst du vermeiden, wenn du ein gesundes, langes Leben haben möchtest. Doch zuvor wiederholen wir nochmal die 7 Lifestyle-Faktoren, die wir in der letzten Episode mit Dr. Willix hatten. Denn die Episode war bekanntlich in Englisch und für all diejenigen, die Englisch nicht so gut verstehen, hier nochmal von Patricia zusammengefasst in ganz kurzen Worten die 7 Lifestyle-Faktoren. Und jetzt ist auch unser Blogartikel wirklich gut. Der war das letzte Mal noch nicht so richtig gut. Geh da auf jeden Fall drauf, dort kriegst du die 7 Faktoren auch gerne nochmal zusammengefasst. Viel, viel Spaß. Du willst dich auf natürliche Weise verjüngen? Dann behalte diese 7 Lifestyle-Faktoren im Auge. Schlaf, vegane Ernährung, regelmäßiger Sport, dein soziales Umfeld, Reduktion von Stress, geschickte Nahrungsergänzungsmittel und mentale Gesundheit. Und nun viel Spaß mit der Episode. Hallihallo, vielen Dank, Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch hervorragend. Heute haben wir ihn leider nicht live zu Gast, aber wir haben ihn, ich nenne es jetzt mal, aus einem YouTube-Video zugeschaltet. Und zwar haben wir den 100-jährigen Dr. John Scharfenberg hier mit an Bord, der uns über 7 Lifestyle-Faktoren bzw. 7 Risikofaktoren aufklärt. Und der Ernährungsprofessor ist übrigens, lebt in einer der Blue Zones, also in einer der Langlebigkeitszonen. Und das, was er zu sagen hat, macht absolut Sinn. Und diese Episode, die halte ich relativ kurz, denn diese 7 Lifestyle-Faktoren oder Risikofaktoren sind sehr schnell und einfach erklärt und benötigen in der Regel gar keine große Erklärung mehr. Doch zuvor, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf dieses YouTube-Video, in dem ich dieses tolle Knowledge habe, das findest du auch in der Videobeschreibung bzw. Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's los. Nummer 1 ist Tabak. Also der normale Tabak, so wie wir ihn aus Zigaretten kennen. Es gibt wohl durchaus eben auch Tabak, der ja auf andere Art und Weise wirkt. Doch den meinen wir nicht. Wir meinen hier das Zigarettenrauchen. Und das sollten wir natürlich absolut vermeiden, denn dadurch werden Stoffe freigesetzt, die nicht nur krebserregend, sondern natürlich eben auch anders risikobehaftet sind. Diese 7 Riskfaktoren übrigens, die wurden auch gemeinsam 2010 unter anderem von der WHO, also der World Health Organization und der American Heart Organization und der European Cardiovascular Society unter anderem bestätigt. Also wir haben hier es um ganz klare Risikofaktoren dazu, die von sehr, sehr vielen unabhängigen Instituten bestätigt wurde. Also Nummer 1 ist Tabak, Nummer 2 folgt direkt Alkohol. Ist natürlich ganz klar. Wir nehmen hier die ganzen harten Drogen auf jeden Fall eben auch mit dazu. Da zählt Alkohol aus meiner Sicht eben auch. Nicht, wenn du mal ein Gläschen Wein am Abend trinkst, das meine ich natürlich nicht. Allerdings, wenn es dann jeden Tag das Glas ist oder eben auch mehr,
dann kann es sich schon da auch bei Alkohol um harte Drogen handeln. Und aus meiner Sicht sind harte Drogen, wie jetzt zum Beispiel Heroin, Kokain etc., eben auch solche Risikofaktoren. Dritter Risikofaktor ist Inactivity, also keine Bewegung bzw. auch kein Sport. Den Unterschied zwischen Bewegung und Sport habe ich schon in vielen Episoden erklärt, aber das ist eines der Risikofaktoren. Wir sind einfach Bewegungsmenschen, wir haben einen Körper, der möchte bewegt werden, der möchte benutzt werden, und alles, was inaktiv ist, das geht in der Regel kaputt oder verschleißt oder geht eben ja mehr oder weniger den Bach runter, wenn wir es so nennen wollen. Ja, Inactivity führt auch zu Overweight, ist der vierte Risikofaktor, also Overweight, Übergewicht, ganz klar. Auch in der Longevity-Forschung, also in der Länger-Gesund-Leben-Forschung, ist Overweight eines der, ich nenne es jetzt mal, negativen, ist das falsche Wort, aber eines der Dinge, die das Gesundaltern erschweren, nennen wir es dann mal so. Es ist generell so, dass ein leichteres Gewicht es einfacher hat. Aber für Risikofaktoren, also Risikofaktoren im Sinne von, dass du wirklich Probleme bekommst im Alter mit schweren Krankheiten etc., da ist Übergewicht definitiv eines dieser Risikofaktoren. Und fünfter Risikofaktor, zu viel Zucker und zu viel Fleisch. Ganz klar hier auch die Empfehlung, auf den Zucker- und Fleischkonsum ganz klar zu achten. So, und dann sind noch zwei Risikofaktoren mit dabei, die eine große Rolle spielen. Wenn die ersten fünf Risikofaktoren nicht eingehalten werden, also das heißt, wenn wir Zigaretten rauchen, wenn wir zu viel Alkohol trinken, wenn wir uns nicht bewegen, dann können diese zwei Risikofaktoren auch mit reinkommen, und das ist ganz klar High Cholesterol, also hohes hoher Cholesterinspiegel, und letztlich hohe Blutzuckerwerte. Und diese beiden, die sind automatisch Folge von den ersten fünf. Das heißt, wenn ich die ersten fünf einfach weglasse oder eben genau das Gegenteil tue, dann werde ich sehr wahrscheinlich nicht in diese zwei Risikofaktoren fallen. Aber auf die ersten fünf haben wir definitiv sehr, sehr starken, wenn nicht 100% Einfluss. Ja, das sagt nicht ich, wie gesagt, das sagt Dr. John Scharfenberg. Das ganze Interview, das siehst du übrigens in YouTube, ein wirklich, wirklich, wirklich tolles Interview, ganz frisch, Juni 2023 veröffentlicht, und er ist quasi ein Ernährungsprofessor aus der Loma Linda University in Amerika, und das soll schon was heißen. Also, diese Tipps sind nicht von mir, sondern von diesem Professor, und ich wünsche dir, dass du diese Tipps natürlich eben auch beherzigst. Und jetzt noch eine kleine Ankündigung. Die nächsten Episoden, die gehen wie immer jetzt in dieser Reihe ganz klar um länger gesund leben. Und wir werden unter anderem den Geschäftsführer einer Swiss Biotech Firma bei uns haben, die sich mit unter anderem Booster beschäftigen, wie man gesund länger leben kann, sehr viele Dinge miteinander kombinieren und auch an der Uni in der Schweiz forschen. Seid ihr auf jeden Fall gespannt drauf. Ich habe das Interview wirklich genossen. Wir bereden dort übrigens auch die Hallmarks of Aging. Das sind nochmal ganz, ganz andere Faktoren, wie die wir jetzt zum Beispiel Ernährung, Bewegung, Mental, Mindset und so weiter. Diese Hallmarks of Aging, die gehen nochmal wirklich viel tiefer in die Materie rein, und die besprechen wir unter anderem. Ich wünsche dir viel, viel Spaß damit und vor allem jetzt ein wunderschönes Wochenende, falls du diese Episode am Wochenende oder direkt, wenn sie rauskommt, am Sonntag hörst. Ich sage stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, dass du auch auf jeden Fall 100 Jahre alt wirst, und vermeide diese 7 Risikofaktoren. Dein Christian. Athletic Greens ist weit mehr als ein bloßes Supplement. Es versorgt deinen Körper gleich mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen. So erhältst du also ein Multivitamin-, Mineral-, Probiotika- und Enzymkomplex mit nur einem Produkt, das definitiv jegliche Nährstofflücken schließen sollte. Sogar der berühmteste Anti-Aging-Forscher Professor Sinclair, Triathletin Laura Philipp und Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton nutzen es in ihrer täglichen Tagesroutine. Sei also schnell, denn noch bis zum 15.08. erhältst du bei einem Kauf von AG1 Geschenke im Wert von 60 Euro.
Unter anderem gehört dazu ein gratis Vitamin D3 und K2 Jahresvorrat und 10 Travel Packs. Außerdem noch ein Vegan-Transformationsbuch von Christian hat signiert und 100 Kapseln Aminokomplex nochmal im Wert von 20 Euro. Bestelle AG1 ganz bequem im Monatsabo, welches du natürlich jederzeit kündigen kannst, und schreibe uns eine Mail an christian@christian-wenzel.com mit deinem Namen und auch deiner Adresse, damit wir dir dann die Geschenke zukommen lassen. Alle weiteren Infos findest du auch nochmal in den Shownotes. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder, die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.